ich bin froh und glücklich, dass wir die nächste halbe Stunde uns um ein Thema kümmern können, das sehr wohl mit Biografien zu tun hat, denn Lebensläufe, Biografien, das Leben, wie es sich schreibt schlussendlich, hat auch viel mit Unterbrüchen, mit kritischen Lebensereignissen zu tun, mit Verletzungen, mit Schuld, die wir begehen, die uns angetan wird. Und da ist doch die Frage, wie gelangen wir immer wieder zu einem neuen Gleichgewicht, zu einem Gleichgewicht des seelischen Friedens nach solchen Ereignissen? Wenn ich mich hier umschaue, muss ich sagen, Sie sind ja alle Expertinnen, wie ich auch, in Sachen Unterbrüche, Unwegsamkeiten in diesem Lebenslauf. Und da ist die Frage, verzeihen und vergeben, wie machen wir das? Ist das eigentlich wirklich der Weg zum inneren Frieden oder ist es manchmal auch ein bisschen eine Überforderung? Denn eigentlich ist Rächen so etwas ganz Schönes und Naheliegenderes als Verzeihen. So richtig eine schöne Rache, weil wenn man uns weh tut, ist es doch eigentlich fast wie ein Reflex, dass wir da zurückschlagen möchten, auch wenn wir es nicht können. Aber wir wissen, meine Damen und Herren, biografische Wendepunkte, kritische Lebensereignisse, die können uns wirklich ganz zentral in unserer Gesundheit treffen. Und dann fangen wir an, ja, wer hat mir denn das angemacht, angetan? Wer ist eigentlich schuld an dem Schlamassel? Wie gehe ich damit um? Und die Frage stellt sich nämlich, wie lange hangen wir an solchen Verletzungen nach? Wie lange lassen wir uns in die Macht dieser Verletzungen und Schuldzuweisungen begehen? Und da stellt sich die Frage, auch in Bezug auf unsere Biografie, the time of our lives, wo leben wir denn? In welcher Zeit leben wir denn? Wollen wir in der Vergangenheit verweilen und uns mit der Schuld, die uns angetan wurde oder die wir auch schuldig geworden sind, hingeben? Oder wollen wir uns nach vorne richten und weiterleben? Aber wie weiterleben? Also wie es mal der berühmte Psychologe Philipp Zimbardo genannt hat, gesagt, do you want to be past driven? Wollen Sie sich von der Vergangenheit treiben lassen? Oder ziehen Sie es vor, zukunftsorientiert zu sein? Also diese Frage stellt sich uns in unseren Biografien immer wieder. Sind wir mit der Last des Vergangenen unterwegs oder können wir irgendwann mal sagen, okay, je ne regrette rien, wie Edith Piaf das mal so schön gesagt hat am Ende des Lebens, ich bereue nichts, weder das Gute noch das Schlechte, ich schaue vorwärts. Wie halten Sie es? Also die Frage können Sie sich selber beantworten oder jetzt mit mir durch diesen Vortrag gehen. Ich habe ihn so gegliedert, dass er in drei Teilen, zuerst möchte ich doch ein paar Worte zu den Begrifflichkeiten sagen und dann zum Prozess des Verzeihens. Es ist ein komplizierter Prozess, nicht immer möglich, nicht immer optimal. Und dann schlussendlich die Frage, ja, was braucht es eigentlich? Und jetzt zu, wie angekündigt, zu den Begriffen. Vergebung Vergeben und Verzeihen werden häufig synonym verwendet, ist ja auch legitim. Und Vergebung ist ein primär innerseelischer Prozess. Das ist etwas, das wir mit uns selber ausmachen. Wir vergeben uns, wir vergeben anderen. Das ist vielleicht nicht so von außen sichtbar, aber auf jeden Fall ist das innerpsychisches. Für die Versöhnung ist es ein bisschen anders. Versöhnen ist noch ein Schritt weiter. Es ist nicht nur vergeben, also ist okay, was geschehen ist, sondern versöhnen heißt auch die Hand bieten und sagen so, und wir sind jetzt im Reinen, wir beiden. Also in der Regel braucht es jemand anderes.
Und da kann sich natürlich der andere auch wehren. Also ich verzeihe, aber ich kann mich nicht versöhnen, weil der andere oder die andere das dann nicht will. Also beim Versöhnen braucht es auch den anderen, wie der berühmte Philosoph Jacques Derrida mal geschrieben hat. So, und so viel zu den Begrifflichkeiten, will sie nicht länger damit aufhalten. Ich möchte Ihnen den Begriff oder das Konzept des Verzeihens, des Vergebens aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Wir haben ja gemerkt, Pflege hat verschiedene Perspektiven, angefangen mit dem ersten Vortrag, mit dem zweiten Vortrag. Es ist intertransdisziplinär, verschiedene Sichtweisen kommen da und so ist es auch mit dem Vergeben, ist es auch so, dass man das philosophisch anschauen kann, psychologisch, theologisch und so weiter. Und jetzt möchte ich Sie zu einer Rundreise einladen, wo wir diese verschiedenen Konzepte und Sichtweisen anschauen. Die philosophische Perspektive ist sich da nicht einig. Es gibt nicht die Perspektive, die ist zum Teil sehr kontrovers. Und das sehen Sie aus dieser Folie. Verzeihen, sagt beispielsweise Hannah Arendt, die bekannte Philosophin, Verzeihen ermöglicht überhaupt einen Neuanfang und eine innere Freiheit. Sie sagt, nur durch dieses dauernde gegenseitige sich Entlasten können Menschen auch in der Welt frei bleiben. Die total andere Seite ist diejenige, die ein Maurice Blanchot oder ein Jacques Derrida vertritt, nämlich Vergebung als Anklage. Ich bin halt derjenige oder diejenige, die vergibt und gleichzeitig sagt, du bist aber schuld. Du bist mir etwas schuldig. Und wenn ich dich wenn ich dir vergebe, dann bin ich auf dem Podest. Und du kannst dann sagen, ja, danke schön, dass du mir vergeben hast. Also auf dieses Machtgefälle weisen die beiden Philosophen hin. Und Maurice Blanchot sagt, vergib nicht, die Vergebung klagt an, bevor sie vergibt. Anklagend, den Fehler bekräftigend, du hast mir ja das angetan, aber ich vergib dir. Macht sie ihn unverzeihlich. Und Jacques Derrida geht noch ein bisschen weiter und sagt, Vergeben ist nur eine Frage des Machtgefälles. Also ich erhöhe mich auf ein Podest und unten ist der Sünder und ich sage, ja, ich vergebe dir. Er sagt, wenn überhaupt eine Vergebung möglich ist, dann nur eine ohne Gegenleistung, ohne dass die andere Person mir sagt, ja, danke schön, Gott sei Dank hast du mir vergeben, nicht? Also Sie sehen, die philosophische Perspektive ist sehr kontrovers. Wie so immer haben wohl beide ihre Berechtigung. Also schauen wir wissenschaftliche Perspektiven nicht als die Wahrheit an, sondern als mögliche Wahrheiten, als mögliche Interpretationen. Die theologische Perspektive, die Vergebung als eine christliche Erfindung und also kulturprägend und so weiter. Ja, wir kennen es aus verschiedenen Gebeten, wo wir um Vergebung bitten und wir versprechen, anderen auch zu vergeben. Und wiederum hier Hannah Arendt, obwohl selber Jüdin, schreibt, was das Verzeihen innerhalb des Bereiches menschlicher Angelegenheiten vermag, hat wohl Jesus von Nazareth zuerst gesehen und entdeckt. Dass diese Entdeckung in einem religiösen Zusammenhang gemacht und ausgesprochen ist, ist noch kein Grund, sie nicht auch in einem durchaus diesseitigen Sinne so ernst zu nehmen, wie sie es verdient. Also sie hat eine Außensicht, sagt aber, das ist etwas, was uns die christliche Religion gebracht hat, dieses Verzeihen. Und dann wohl zeitgemäßer jetzt, weil Spiritualität eine zunehmend wichtige Rolle spielt, im Gegensatz zur klassischen institutionalisierten Religion,
Vergebung als nützlicher Geisteszustand, wie es der Dalai Lama mal in einem Interview bezeichnet hat. Einige unserer Gefühle sind sehr, sehr zerstörerisch. Sie zerstören nicht nur den Seelenfrieden, hier kommt der Seelenfriede wieder, sondern schlussendlich auch unsere Gesundheit. Es ist nicht gesund, Rache und so weiter zu hegen. Wissenschaft sagt voraus, dass Seelenfrieden für die Gesundheit sehr wichtig ist, klar. Diesen Wissenschaften zufolge fressen Zorn, Hass und Angst unser Immunsystem aus. Es ist sehr schön, wie er das so hemdsärmlich sagt. Deshalb ist ein ruhiger Geist so außerordentlich wichtig. Also Sie sehen, auch diese nicht-christliche Perspektive geht in dieselbe Richtung des inneren Friedens. Und es gibt sogar eine juristische Perspektive, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie davon gehört, von der restaurativen Justiz. Dass nämlich nicht, wenn jemand etwas begangen hat, ein Unrecht, eine Straftat, dass die Strafe nicht das Einzige ist und vor allem häufig nicht sehr wirksam ist, sondern Wiedergutmachung als wichtiger Schritt und als wichtiger Bestandteil des Prozesses. Begann in den 70er Jahren in den USA und in Kanada, wo man das anfing, zu diese restaurative, diese nicht nur Strafen, sondern auch Wiedergutmachung zu ermöglichen. Aber im Grunde genommen, wenn wir die Geschichte zurückverfolgen, können wir sagen, das haben schon die Urvölker wie die Maori, aber auch in Hawaii und Australien sind solche Ansätze seit Jahrhunderten bekannt. In der Schweiz kennen wir das vor allem im Jugendstrafrecht, wo Mediation im Sinne einer Wiedergutmachung interpretiert wird und zunehmend auch im Erwachsenenstrafrecht. Es gibt Projekte, aber da ist wirklich die Schwierigkeit, die Leute dazu, also die Straftäter und Täterinnen dazu zu bewegen, sich in diesen Prozess hineinzubegeben. Aber Sie sehen, sogar in der Jurisprudenz hat das Ganze seine Berechtigung. Last but not least, ich bin Psychologin und hier kommt es endlich, die psychologische Perspektive. Die Beichte war gestern, wo man sich das Herz ausschütten kann, wo man da die Schuld bekennt hat. Ich bin schuldig und dann bekam man, wenn man es dann wieder gut machte, im Sinn von Beten und vielleicht auch wieder zugehen auf Opfer und so weiter, bekam man die Absolution. Also man wurde freigesprochen, der innere Frieden. Psychotherapie heute wurde das ein bisschen abgelöst. Teilweise können wir das sagen. Melanie Klein auf jeden Fall, eine der Schülerinnen Freuds, hat schon 1937 von der Wiedergutmachung als einem zentralen Element einer Psychotherapie gesprochen. Und dass eben Leiden an psychischen Verletzungen, Groll, Verbitterung, Kraft kosten, hier kommt es wieder, der Seelenfriede, Frieden wiederherzustellen. Und Verzeihen soll helfen, geschehenes Unrecht so zu verarbeiten, dass es nicht mehr die Kraft über uns hat. Es soll uns helfen, loszulassen und allenfalls in die eigene Biografie zu integrieren. Es klingt alles einfach, wir werden aber nachher sehen, dass das nicht immer so easy ist. Ja, also ab den 90er Jahren wurde das zunehmend in der Psychologie ein Thema, dieses Verzeihen. Späte Einsichten eines Psychoanalytikers. Ich habe Ihnen hier von Reinhard Tausch, einem ganz berühmten Erziehungspsychologen und Psychotherapeuten, der in einem Interview in Psychologie heute, 1993, da war er schon hoch im hohen Alter, eben wir haben gesehen, das kam in den 90er Jahren auf, und da hat Reinhard Tausch Folgendes geschrieben, und da schließt sich der Kreis wieder mit der Familie. Viele Menschen machen andere, insbesondere die Eltern, ja die Mütter sowieso, für ihre Probleme verantwortlich und sind ihnen gram. Diese Schuldzuweisungen, oft zusammenhängend mit Bitterkeit, Ärger und Wut, waren in vielen Fällen durch unsachgemäße Bücher, also dieses
die Selbstanschuldigung von Reinhard Tausch, der so viele Bücher geschrieben hat, oder durch Psychotherapeuten mit wenig fachlicher Kompetenz gefördert wurden. Mir wurde allmählich immer bewusster, dass hier ein sehr großer Bereich seelischer Belastungen vorliegt. Wir fühlen uns von anderen verletzt und beeinträchtigt, halten andere für schuldig und sind erfüllt von Verbitterung, Enttäuschung und negativen Gefühlen. Nur selten wird die Möglichkeit gesehen, durch Vergeben seelische Schmerzen mindern zu können. Also ich finde, das ist ein Programm, meine Damen und Herren, wenn man das ernst nimmt. Und das ist wirklich eine späte Einsicht, wo er sagt, hey, das ist eigentlich das Wesentliche. Und jetzt haben wir jetzt gesehen, Vergebung, Verzeihen ist etwas Wichtiges. Wir haben es aus verschiedenen Perspektiven angeschaut und gesehen, ja, die sogar die Juristen sagen und die Psychos und die und die und die. Und jetzt, aber wie macht man denn das? Wie geht das? Weil offenbar ist das nicht allen möglich, sonst gäbe es nicht so viele verbitterte Menschen unter uns. Ein komplexer Prozess. Zuerst mal, aus welchen Gründen verzeihen wir und welche Arten gibt es? Und es gibt eine sehr schöne Übersicht von Enright. Es gibt verschiedene Formen zu verzeihen, aber nicht alle sind gleich gut. Also je weiter unten, umso besser wird es. Rachgieriges Verzeihen. Es wird verziehen, aber zuerst musst du auf die Knie, musst du mich Entschuldigung bitten. Revengeful Forgiveness. Oder Verzeihung nach Rückerstattung. Zuerst gibst du mir das alles zurück und du machst Buße für das, was du getan hast. Conditional or Restitutional Forgiveness. Oder ich verzeihe, weil man es von mir erwartet, weil ich gut dastehen möchte als die Generöse. Ich verzeihe meinem Mann sämtliche Nebensprünge und so weiter, weil das, heutzutage macht man wegen eines Seitensprungs ja nicht so ein Drama, oder? Und dann ich verzeihe, weil es das Gesetz will, die Religion etc. will. Ich verzeihe. Und Sie merken, je weiter unten wir kommen, umso mehr ist es intrinsisch. Also dann halt auch wegen der sozialen Harmonie, also damit wir als Team weiterarbeiten können. Und schlussendlich das Verzeihen aus Liebe, aus innerster Überzeugung. Aber es ist ein Prozess. Vielleicht sind die verschiedenen Arten auch eine Art Kontinuum. Vielleicht könnten wir uns gut überlegen. Und eben von der positiven Wirkung des Verzeihens haben wir jetzt verschiedentlich gehört. Die verschiedensten Perspektiven haben ja das unterstrichen. Und ich möchte es jetzt einfach ein bisschen auf die empirische Basis noch bringen, auf die empirisch-psychologische Basis, weil diese positiven Veränderungen finden tatsächlich auf verschiedenen Ebenen statt. Ganz klar haben Vergebungsinterventionen, also Therapieprogramme, wo man die Vergebungsbereitschaft ein bisschen herausgekitzelt hat, trainiert hat, die haben sich wirklich nachweislich positiv auf die psychische Gesundheit ausgewirkt. Und ich habe jetzt Ihnen stellvertretend für verschiedene Studien eine Meta-Analyse herausgepickt mit Vergebungsinterventionen bei Opfern von Untreue, Übergriffen oder Betrug. Und da war immer entweder eine Wartekontrollgruppe oder alternative Behandlungsformen. Denn da wurde etwas anders gemacht mit diesen Leuten, die verschiedenste Probleme hatten. Also diese Interventionen haben tatsächlich zu einer verstärkten Vergebungsbereitschaft geführt. Das ist doch nicht Vergebung, nicht? Wenn ich bereit bin, wenn ich so die Geisteshaltung habe, aber vor allem ein besseres Selbstwertgefühl. Also wenn ich einen hohen Selbstwert habe, dann habe ich nicht einfach nur den Wunsch, dem anderen einen Klapp zu geben und zuzuschlagen, weil ich selber in mich mehr ruhe und eben weniger negative Affekte, Depression und Angst. Ja, und diese Ergebnisse wurden in der Folge x-fach nachgewiesen. Also eigentlich müssen wir sagen, weshalb ist das nicht bekannter? Weshalb machen wir das nicht einfach mehr?
Es ist ein schwieriger Prozess. Es ist nicht einfach easy anzunehmen, dass man verletzt wurde, Schmerz und Wut zuzulassen. Und vergessen wir nicht, es gibt verschiedene Arten von Verletzungen. Und das, darauf werde ich nachher zu sprechen kommen. Gibt es Taten, Akte, die nicht verzeihlich sind? Also, aber gehen wir generisch mal vor. So wirklich Verletzungen, die halt wirklich uns treffen. Man wurde hintergangen und man wurde bloßgestellt. Es wurde mir gekündigt zu Unrecht etc. Also der erste Schritt ist sicherlich mal rational. Sicherlich nicht emotional, setzen wir noch nicht bei den Emotionen an, weil die sind so schwierig. Also eher nochmal rational, versucht zu verstehen, statt Wut, Groll und Selbstmitleid. Also ganz sicherlich ist mal zu fragen, ja, hat das Ganze einen Sinn? Es scheint a prima vista ja abstrus zu sein. Hat ein Schmerz, eine Verletzung, hat das überhaupt einen Sinn? Vielleicht. Also auch Leiden kann wirklich einen Sinn sein. Es kann auch der Wunsch nach Frieden sein. Es kann auch eine neue Perspektive der Vergangenheitsbewältigung zu sein. Und überhaupt, es kann auch der Wunsch da sein, ein bisschen Distanz zum Erlebten zu gewinnen und so das aus der Außenperspektive zu schauen und schon mal rein rational. Es braucht aber auch eine bewusste Entscheidung. Ich will mich aus diesem Haufen von Selbstmitleid, von Groll und so weiter herausnehmen und wirklich nicht in der Opferrolle verharren, damit dieses Ereignis nicht so viel Macht über mich hat. Wichtig ist, das Ganze braucht Zeit. Und wichtig ist, dass rationale Entscheidung und emotionales Empfinden einfach nicht immer chronologisch Hand in Hand gehen. Also ich kann noch lange mich rational entschieden haben, dass ich jetzt da wirklich wegfokussiere und verzeihen will. Und dann kommen immer wieder die Emotionen. Aber je länger ich mit dieser rationalen Entscheidung mich selber überzeuge, dann gehen die Emotionen Hand in Hand, bekommen auch mehr Gewicht. Weil sonst haben sie ja nicht mal eine Chance. Aber wir müssen wissen, dass es Rückschläge gibt. Und da werden Sie aus eigener Erfahrung wissen, meine Damen und Herren, wir sind ungleich in diesen Prozessen. Sie kennen Leute, die schließen Frieden sehr bald, aber andere, die sind unversöhnlich und die können nicht vergeben. Also es gibt, was wir aus der Forschung wissen, vor allem eben diese Persönlichkeitsunterschiede, dass vor allem Menschen mit einem schwachen Selbstwertgefühl wirklich zwei Extreme zu beobachten sind. Zum einen sind es dann die ewig Opferfälle, also die definieren so sich extrem über ihre Rolle. Oder sie sind dann wirklich, sie vergessen dann nicht und vergeben auch nicht. Also diese mehr persönlichkeitsbezogene Variante. Dann das Geschlecht. Bei Frauen, so zeigt die Forschung, ich hoffe, dass es mal vielleicht wendet, sind unabhängig vom Alter jedenfalls schwerer zu verzeihen. Ich habe dann ganz frech daneben geschrieben, vielleicht haben sie auch Grund dazu. Oder? Lassen wir mal, ich kann es Ihnen nicht interpretieren, aber das wäre eine mögliche Interpretation. Ja, und das Alter. Junge, auch das erstaunt uns nicht, im Rausch der Hormone zeigen junge Männer am wenigsten Bereitschaft zum Verzeihen. Also diese Testosteron-driven-Geschichte. Und je älter wir werden, umso weiser, zumindest die meisten von uns werden wir, und umso eher können wir dann verzeihen. Wir kommen auf das hohe Alter noch.
Vergebungsbereitschaft, meine Damen und Herren, das ist das, was eigentlich eine gute Charakterstärke wäre, die wir irgendwo noch kultivieren sollten. Wir wissen, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen dispositioneller Vergebung, was heißt das, sozusagen als Charakter. Es gibt schon kleine Kinder, die das können und andere, und das zieht sich weiter bis ins hohe Alter. Aber eben dieser Zusammenhang zwischen Vergebungsbereitschaft und kardiovaskulärer Reaktivität. Leute mit einer hohen Vergebungsbereitschaft haben halt auch bessere Werte in Bezug auf Blutdruck und kardiovaskuläre Erholung als solche, die da ständig in der Wut sind, ist eigentlich auch nachvollziehbar. Anger kills, heißt die Devise. Ärger macht uns einfach krank. Und da gibt es immer mehr sehr schöne und wirklich wunderschöne medizinische Studien. So. Eine Präzisierung, damit das klar ist. Vergeben heißt nicht unbedingt vergessen. Überhaupt nicht. Vergebung bedeutet nicht weder vergessen noch Nachsicht, noch Akzeptanz, noch Billigung, noch Verleugnung, noch Rechtfertigung. Es gibt so schöne Ausdrücke in verschiedensten Kulturen. Die Franzosen sagen das sehr elegant. Pardonnez oui, oubliez jamais. Also ich verzeihe, aber irgendwo im Hinterkopf weiß ich es noch, ich verdränge es nicht. Oder wie der Bischof Desmond Tutu es einmal beschrieben hat, forgiving is not forgetting, it's actually remembering. Also ich erinnere mich dran. Also es ist nicht forgetting, also es ist nicht out of my mind, sondern es ist it's a second chance for a new beginning. Es ist eine zweite Chance, neu zu beginnen. Es ist wunderschön. And the remembering is particularly important, especially if you don't want to repeat what happened. Vor allem, wenn du nicht willst, dass das wieder und immer wieder passiert. Ne? Also deshalb finde ich ganz wichtig, vergeben ist ein Akt, den ich kognitiv, emotional mache, aber gleichzeitig im Hinterkopf kenne ich die Mechanismen. Ganz, ganz wichtig. Was ist die Alternative, meine Damen und Herren? Wir haben es jetzt verschiedentlich schon am Rande gehört. Es ist die Verbitterung. Es ist wirklich wenn wir der Versöhnung und der Vergebung keine Chance geben, ist die Verbitterung die Rechnung dafür. Diese Mischung aus Aggressivität, aus Zynismus und Resignation, Rachegefühl natürlich und auch Selbstzerstörung. Ja, Anger kills. Und man hat in der Forschung auch herausgefunden, dass vor allem Menschen mit einem ganz starren Kostüm von Werten, also so muss sein, entweder schwarz oder weiß etc., dass die am meisten Probleme damit haben. Und es ist so schön, ich habe ein Zitat gefunden von Aristoteles vor 2000 Jahren, wo er das sehr schön beschreibt. Verbittert ist der schwer zu Versöhnende, der lange Zeit den Zorn festhält, eben Anger festhält. Er verschließt die Erregung in seinem Inneren und hört damit erst auf, wenn er Vergeltung geübt hat, eben diese Rache. Aber auch da ist er ja nicht happy. Diese Art von Menschen ist sich selbst und den vertrautesten Freunden die schwerste Last. Also man ist sich nicht so selber die schwerste Last, sondern ich bin den anderen auch eine schwere Last, wenn ich einfach da verbittert und allen böse durch die Welt gehe. Die letzte große Chance, meine Damen und Herren, wenn wir es vorher nicht gelernt haben, aber da haben wir gegen das Ende des Lebens die Chance, uns mit der eigenen Lebensgeschichte zu versöhnen. Deshalb habe ich zu Beginn dieses Zitat von Edith Piaf aus ihrem Lied Je ne regrette rien. Das ist die letzte große Herausforderung. Es wurde auch von meinen Vorrednerinnen genannt, die Integrität, dieses Zusammenbringen der Lebensgeschichte, diese Lebensgeschichte so zu akzeptieren, wie sie war, mit all der Schuld, die mir Unrecht, das mir getan wurde, aber auch, das ich anderen angetan habe, dass ich sage,
ja, das war's doch, oder? Ich kann es ja eh nicht mehr verändern. Was, dann bleibt nur noch die innere, der innere Akt der Vergebung. Also, dass ich einen Lebensrückblick mache, der kommt automatisch bei den meisten, je älter wir werden und am Schluss. Und dieses Bilanzieren, dieses Akzeptieren, so hoffentlich nach Erikson, der eigenen Biografie. Was ist, wenn ich es nicht mache? Das ist die Verzweiflung. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr zurück, also verzweifle ich. Aber eben durch Vergebung. Und viele haben auch auf dem Sterbebett auch dieses Bedürfnis, sich die Absolution zu holen. Bist du mir immer noch böse? Kannst du mir verzeihen? Und so weiter. Gut, was braucht es, meine Damen und Herren? Ich komme zum dritten, letzten Punkt meines Vortrages. Als Vertreterin der positiven Psychologie, da bin ich in der Gesellschaft drin, das ist übrigens wirklich keine Sekte, sondern eine Abteilung der offiziellen Psychologie. Ich bin da sogar Ehrenmitglied. Worauf es endlich letztlich ankommt, die positive Psychologie, die geht von Tugenden und Charakterstärken aus. Sie sehen, ich habe Aristoteles erwähnt, nicht umsonst sind diese alten Tugenden, die wir eigentlich aus vielen Jahrtausenden der Philosophie und auch der Religionwissenschaften kennen. Und die positive Psychologie hat das Ganze genommen und auf eine empirische Basis gestellt und als psychologische Interventionen nützlich gemacht. Ich kann Ihnen sagen, das, was Sie hier sehen, ist eigentlich ein Therapieprogramm. Sie könnten hier rausgehen und sagen, so, und jetzt habe ich ein Therapieprogramm. Und zwar ging es darum in dem Therapieprogramm, dass man diese Tugenden, das trainiert. Und zwar bitte schön gleichermaßen. Also ein bisschen schön gemischt. Also nicht nur spirituell zu sein, sondern, oder nicht nur kognitiv, also diese wandelnden Lexika, diese rationalen, sondern auch ein bisschen soziale Stärke, emotionale Stärke. Und eben die Charakterstärken, das sind die Wege, um dazu zu kommen. Also sind so Charakterstärken, die wir mitbringen. Viele sind uns in die Wiege gelegt, aber die meisten können wir trainieren. Charakterstärken lassen sich trainieren, meine Damen und Herren. Das ist das Schöne an diesem. Deshalb sage ich, das ist ein tolles Therapieprogramm. Ich sage, heute trainieren wir mal Dankbarkeit. Oh, okay, wir trainieren mal Dankbarkeit. Sagen Sie mal einen Tag lang wirklich mindestens 20 Mal Dankeschön. Aber wirklich von Herzen. Sie werden merken, die Welt verändert sich, als wenn ich da alles so als selbstverständlich anschaue. Oder Humortrainings, das macht man in der positiven Psychologie. Nicht? Humor, vor allem wenn man krank ist. Sie kennen diese Ansätze in Spitälern, Clowns für Kinder zu engagieren, ist nicht vergeblich, denn Lachen macht gesund, also Gesunde, das setzt Hormone frei, die gesund machen, aber eben Spiritualität. Aber ich habe gesagt, nicht nur hier, sondern überall ein bisschen, nicht? Also Sie sehen, wenn wir eine ganzheitliche Persönlichkeit werden möchten, die wirklich mit dem Leben gut zurande kommt, dann müssen wir wirklich eine gute Mischung von allem ein bisschen haben. So, ich könnte Ihnen hier es gibt noch einen anderen Ansatz, aber eben aufgrund der Zeit sehe ich, dass ich da wirklich ein bisschen in die Bredouille komme. Aber auf jeden Fall, es gibt auf der kognitiven verhaltenstherapeutischen Ebene gibt es eben auch eine Weisheitskompetenz. Übrigens, das ist auch eine der Tugenden, die wir vorhin gesehen haben. Sie sehen, diese Interventionen gehen dann manchmal, sind nicht so trennscharf. Aber auch da Weisheitskompetenz, um Verbitterungen, posttraumatische Verbitterungsstörungen zu kurieren. Sie sehen, Gelassenheit, Selbstsicherheit. Wenn ich bei mir selber bin und ein gutes Selbstwertgefühl habe, habe ich nicht einfach ständig den Eindruck, ich müsse mich rächen überall und rechts und links. So, Fazit
der ganzen Sache. Jeder muss seinen eigenen Weg der Vergebung finden. Wir sind unterschiedlich, wir haben es gesehen, es ist eine Frage der Persönlichkeit, eine Frage auch des Gegenübers, meines Lebenskontexts. Wir wissen, dass das notwendig wäre, diese Vergebung, weil es wichtig ist für unsere Gesundheit. Und der Prozess der Vergebung ist vielschichtig. Wir haben gesehen, es sind Kognition, Emotionen. Und auch wenn ich kognitiv und emotional so weit bin, ist es noch gar nicht gesagt, dass ich es wirklich mache. Nicht? Also es gehen viele Prozesse Hand in Hand. Empfehlenswert ist auf jeden Fall, das sagen die Spezialisten auf dem Gebiet der Vergebung, dass man sich wirklich zunächst auf eine kognitive Vergebung einlässt. Das ist noch am einfachsten. Und dann geht man dann weiter. So, ich möchte mit Fragen aufhören. Ich habe Ihnen hier eine Auslegeordnung gegeben in Bezug auf Vergebung. Die Notwendigkeit haben wir gesehen und die kommt aus verschiedensten Perspektiven. Jetzt möchte ich Ihnen einfach mit diesen Fragen aufhören, mit drei Fragen. Gibt es das unverzeihbare Böse, meine Damen und Herren? Das ist wirklich eine Frage, die Sie weiter beschäftigen soll. Die Unmöglichkeit der Versöhnung, auch wenn wir wollen, Prüfstein die Shoah oder sexueller Missbrauch. Wie kann man so etwas tun? Wie kann man so etwas dann verzeihen? Gibt es ein fortdauerndes Unrecht, Gewalt, Krieg und so weiter? Oder ist es vielmehr so, wie Jacques Derrida sagt, das einzig, das wirklich Unverzeihbare, eben wie Shoah, sexueller Missbrauch, wirklich nach Verzeihung ruft? Das ist jetzt eine Frage, die ich hier im Raum lassen möchte. Das zweite ist die Unfähigkeit zur Versöhnung. Also nicht die Unmöglichkeit, also von der Sache her, sondern gibt es Leute, die einfach nicht verzeihen können. Unversöhnliche Charaktere. Und zum Versöhnen braucht es zwei. Also wir haben gesehen, vergeben können wir bei uns selber, aber versöhnen, da brauchen wir in der Regel zwei. Okay. Lassen wir mal das, gibt es solche? Vermutlich schon, aber lassen wir das. Nicht zu früh taxieren, ist meine Empfehlung, weil wir sagen dann immer so schnell, ja, mit der kann man ja gar nicht reden. Nicht? Und manchmal versteckt sich da die innere Angst und Unsicherheit dahinter. Und das dritte, der dritte Punkt ist die Pseudo-Versöhnung. Ist Versöhnung häufig nicht auch ein Tauschgeschäft? Also, dass wir, wie zu Beginn, und so schließe ich jetzt den Kreis meines Vortrages, dass ich die Versöhnung suche, um den anderen auf die Knie zu zwingen. Dass du vergeben und vergessen hast, will ich dir ewig gedenken, weil wir diesen Satz hören wollen. Also, Sie sehen, ich habe da drei Felder aufgemacht und möchte aufhören mit diesem Spruch von Mahatma Gandhi, Verzeihen und Vergeben, ja, was bleibt uns sonst übrig? Er hat mal gesagt, Auge um Auge und die Welt wird blind sein. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.